Der letzte Schrift, von dem wir im heutigen Vortrag reden werden, das ist die Schrift von Michail Bulgakov, auf Russisch Master und Margarita, auf Deutsch der Meister und Margarita, geschrieben kurz vor dem Beginn des Großen Vaterländischen Krieges. Und die erste Veröffentlichung war schon nach dem Zweiten Weltkrieg. Und der Roman hatte ein ungewöhnliches Schicksal gehabt. Es gibt eine Schwierigkeit der Textologie, verschiedene Fassungen. Das spielt eine gewisse Rolle für das Problem, von dem wir jetzt reden werden. Und wir werden dann heute noch eine Szene besprechen, die am Anfang von diesem Roman abgespielt hat. Drei Figuren, drei Gestalten führen ein Gespräch. Zwei davon sind Bekannten, ein Redakteur, ein, könnte man vielleicht sagen, Apparatschik, ein Funktionär im Bereich der sowjetischen Literatur namens Berlioz und ein proletarischer Lyriker namens Bezdomny. Die beiden reden von einem Werk Bezdomnys. Das alles wird in Moskau, der Ort wird dann auch angegeben, die sogenannten Patriarchie Pruty, und plötzlich kommt ein Unbekannter zu den beiden und da beginnt ein Gespräch, und von diesem Gespräch werden wir jetzt reden. Ich zitiere aus dem Roman, in der Übersetzung von Thomas Reschke. Der Ausländer, und dieser Ausländer ist Woland, eine teuflische Figur in diesem Roman. Der Ausländer lehnte sich auf der Bank zurück und fragte, wobei seine Stimme von Neugier überkippte: Sie sind Atheisten? Ja, wir sind Atheisten, antwortete Berlioz lächelnd, und Bezdomny dachte verdrossen, was der uns Löcher, der ausländische Fatzke. Oh, wie entzückend, rief der seltsame Ausländer und wandte den Kopf bald dem einen, bald dem anderen Schriftsteller zu. Aber gestatten Sie mir eine Frage, sagte der Fremde, nach besorgten Grübeln. Wie steht es denn nun mit den Beweisen für die Existenz Gottes, von denen es bekanntlich fünf gibt? Ach herrje, antwortete Berlioz bedauernd, diese Beweise sind allesamt nichts wert und die Menschheit hat sie längst zu den Akten gelegt. Sie werden doch zugeben, dass es im Bereich der Vernunft einen Beweis für die Existenz Gottes gar nicht geben kann. Bravo, rief der Ausländer, bravo! Sie wiederholen da genau den Gedanken des ratslosen alten Immanuel zu diesem Problem. Eines jedoch ist kurios. Er hat alle fünf Gottesbeweise restlos zerschlagen, hat aber dann, als ob er sich selbst verspotten wollte, einen eigenen sechsten Gottesbeweis aufgestellt. Ganz Gottesbeweis, entgegnete der gebildete Redakteur mit feinem Lächeln, ist ebenfalls nicht zwingend. Nicht umsonst, sagte Schiller, ganz Schlussfolgerungen zu dieser Frage könnten allenfalls Sklaven zufriedenstellen. Und Strauss hat sich über den Beweis nur amüsiert. Während Berlioz
sprach überlegte er, wer mag er sein und woher kann er so gut Russisch? Für solche Beweise müsste man den Kant 3 Jahre nach Solovki verbannen, stieß Bezdomny überraschend hervor. Solovki ist ein Straflager der Sowjetzeit. Richtig. Aber Ivan, flüsterte Berlioz verlegen, doch der Vorschlag, Kant nach Solovki zu schicken, hatte den Ausländer keineswegs befremdet, sondern förmlich entzückt. Genau, genau, schrie er, und sein auf Berlioz gerichtetes grünes linkes Auge funkelte. Da gehört er hin. Ich habe ihm damals beim Frühstück gesagt, ich kann mir nicht helfen, aber Sie haben sich da was Ungereimtes ausgedacht, Professor. Es mag ja gescheit sein, aber ist völlig unverständlich und man wird sich über Sie lustig machen. Berlioz quollen die Augen aus dem Kopf. Beim Frühstück, Kant, was fasselt er da, dachte er. Aber, fuhr der Fremdling fort, ohne sich durch Berlioz Verblüffung beirren zu lassen, und wandte sich dem Lyriker zu, ihn nach Solovki zu verbannen, ist ganz unmöglich, aus dem einfachen Grunde, weil er schon seit etwas über 100 Jahren in einer Gegend weilt, die bedeutend weiter entfernt ist als Solovki und aus der man ihn, ich versichere es Ihnen, unmöglich zurückholen kann. Schade, rüppelte der Lyriker, finde ich auch, versetzte der Unbekannte. Nun, das ist die berühmte Szene, die ich Ihnen ausschnittsweise vorgelesen habe. Und Sie sehen, ganz am Anfang ist plötzlich die Rede von der kantischen Philosophie, von Kant selber auch. Wiederum entsteht eine Reihe von Fragen. Was sollte überhaupt dieses Gespräch über Kant? Warum redet Berlioz mit diesem Voland über die Gottesbeweise? Welche 5 Gottesbeweise? Was heißt es, dass im Bereich der Vernunft einen Beweis für die Existenz Gottes gar nicht geben kann? Was ist dann der 6. Gottesbeweis, der Kant so wohlend vorgeschlagen hat? Wo, warum hatte dann Schiller über die kantische Ethik im Sinne der Sklavenethik gesprochen? Und letztendlich, warum ist Kant dann alt, rastlos? Wie, wann hat er dann mit diesem Voland beim Frühstück über die Gottesfrage gesprochen? Was soll das alles? Und jetzt versuche ich wenigstens einige Fragen, die ich gestellt habe, mehr oder weniger ausführlich zu beantworten. Zuerst, was gilt dann als Quelle für Bulgakov? Wie korrekt ist überhaupt diese Beschreibung, wenn wir diese Beschreibung mit der Urquelle, mit den kantischen Werken an sich vergleichen? Die Bulgakov-Forschung weiß seit einigen Jahrzehnten, was hier mehr oder weniger zitiert wird. Das ist ein Aufsatz aus der Brockhaus-Jefron-Enzyklopädie über Gott, geschrieben von einem Mann namens Vassiljev. Das war ein Absolvent der Moskauer Geistlichen Akademie. Der Aufsatz ist ziemlich groß und erstaunlicherweise ist dieser Aufsatz so gestaltet, dass die meisten Zeilen in diesem Aufsatz wohl den Gottesbeweisen gewidmet sind. Wieso der Aufsatz über Gott, was ausschließlich ein Aufsatz über die Gottesbeweise ist, das ist für mich eine große Frage, aber so ist es nun mal.
Und in diesem Aufsatz handelt es sich um fünf verschiedene Gottesbeweise. Und in Bezug auf Kant wird es dann behauptet, dass in seiner Person diese Gottesbeweise einen Kritiker gefunden haben. Aber nicht immer war dieser Kritiker korrekt. Und irgendwann später behauptet auch der Verfasser von diesem Aufsatz, dass Kant auch einen eigenen Gottesbeweis vorgeschlagen hat. Wie korrekt ist diese Fassung und ob Bulgakov abgesehen von dieser Enzyklopädie noch etwas studiert hat? Zuerst Brockhaus und Jephron. Was Brockhaus ist und was eine Brockhaus-Enzyklopädie, das wissen Sie ganz bestimmt. Die russische Ausgabe war dann Brockhaus und Jephron. Jephron ist ein russischer Name und diese Enzyklopädie ist am Ende des 20. Jahrhunderts erschienen in mehreren Bänden. Und das ist wirklich eine sehr lobenswerte Enzyklopädie und manche Artikel können wir auch bis heute benutzen. Übrigens, der Artikel über Immanuel Kant hat in dieser Enzyklopädie der große russische Philosoph Wladimir Solovyov geschrieben. Und dieser Aufsatz ist bis heute lesenswert. Und Solovyov war Redakteur der philosophischen Artikel in dieser Enzyklopädie. Fünf Gottesbeweise. Wie korrekt das alles ist. Und die Frage, ob Bulgakov noch etwas gelesen hat. Bulgakov war ein Sohn des Professors an der Kiewer Geistlichen Akademie. Sein Vater war also Богослов. Zu Hause gab es eine große Bibliothek. Aber nun wirklich zu glauben, dass Bulgakov nichts anderes zu tun gehabt hat, als nur die Kritik der reinen Vernunft, die Kritik der praktischen Vernunft, die Kritik der Urteilskraft, zum ewigen Frieden, der Streit der Fakultäten und so etwa ausführlich im Original oder in der Übersetzung zu lesen und auswendig zu lernen. Das ist wirklich irgendeine Vorstellung, die ich gar nicht verstehen kann. Wieso sollte man mit aller Kraft versuchen zu behaupten, dass Bulgakov ein Enzyklopädist gewesen ist und mehr als die ganze Enzyklopädie gekannt hat? Vermutlich waren durch die Kenntnisse Bulgakovs im Bereich der Philosophie ziemlich düster. Und eine Deutung ist oder besteht darin zu zeigen, dadurch wollte doch Bulgakov zeigen, dass dieser Berlioz in Wirklichkeit gar nicht belesen ist und die ganzen Kenntnisse nicht aus der Primärquellen, sondern aus der Enzyklopädie besitzt. Bulgakov dagegen, Bulgakov hat alles gelesen. Aber vermutlich ist die Quelle von Bulgakov dieselbe wie auch bei Berlioz. Und ob Bulgakov nun wirklich viel mehr gekannt hat, ist eher fraglich. Und darüber hinaus, naja, in Bezug auf Berlioz hätte man das vielleicht noch sagen können. Aber wer spricht als erster über fünf Gottesbeweise? Das ist nicht Berlioz, das ist Woland. Und Woland sollte doch ganz bestimmt wissen, wie viele Gottesbeweise zum Beispiel in der Kritik der reinen Vernunft zu finden sind. Und wie viele sind es das? Ach, das ist auch eine mal leichte, mal eine schwierige Frage. In verschiedenen Werken Kants, in seinen Vorlesungen über die Religion, finden wir verschiedene Positionen. Aber wenn wir überhaupt
von der wichtigsten Schriftkanz reden, dann ist das die Kritik der reinen Vernunft. Und in der Kritik der reinen Vernunft sagt Kant, dass es nur drei Gottesbeweise gibt. Und danach versucht Kant, diese Gottesbeweise zu prüfen. Zwei Beweise sind aus der Erfahrung und ein Beweis ist mehr oder weniger a priorisch. Dieser a priorische Beweis können wir dann nach Kant als ontologischer Beweis bezeichnen. Und die anderen Beweise, das ist ein kosmologischer Beweis und physikotheologischer Beweis. Und alle drei Beweise werden dann von Kant widerlegt. Tatsächlich behauptet Kant, dass im Bereich der Vernunft, aber das ist wichtig, im Bereich der theoretischen Vernunft, keinen Beweis für die Existenz Gottes geben kann. Drei Beweise sind sozusagen widerlegt und Kant hat dann später auch so auf den Brief geantwortet, man kann nicht glauben, wir Menschen jetzt am Ende des 18. Jahrhunderts sind vielleicht noch so schwach, dass wir nicht in der Lage sind, einen richtigen Gottesbeweis zu konzipieren. Aber in der Zukunft, die nächsten Generationen, Kant antwortet darauf, nein, bei den nächsten Generationen wird es ebenso wie bei unserer Generation, nämlich es ist prinzipiell nicht möglich, im theoretischen Bereich für die theoretische Vernunft, spekulative Vernunft, irgendeinen korrekten Gottesbeweis vorzuschlagen. Alle, die wir gehabt haben, diese Typologie ist zwar ziemlich kompliziert, aber letztendlich, behauptet Kant, gibt es nur diese drei Typen und alle drei Typen sind nicht korrekt. Wieso ist hier dann die Rede von fünf Gottesbeweisen? Man hätte glauben können, fünf Wege zu Gott bei Thomas von Aquin, aber ich habe Ihnen schon die Quelle genannt, das sind fünf Gottesbeweise aus diesem Artikel Gott von Vassiliev aus der russischen Enzyklopädie Brugaus und Ephron. Warum ist Kant da alt? Und wie alt ist dann vielleicht dieser Kant? Naja, wenn es sich um die Gottesbeweise handelt, dann heißt es, dass Kant die Kritik der reinen Vernunft gerade geschrieben hat. Und Kant ist im Jahre 1724 geboren und im Jahre 1781 ist die erste Auflage dieser Kritik erschienen. Sie können aufzählen, 24, 81, ob ein Mann im Alter von 87 ein alter Immanuel ist, naja, nach den Verhältnissen der damaligen Zeit ganz bestimmt. Aber ob das auch aus der Perspektive von Bulgakov, aus der Perspektive des 20. Jahrhunderts auch so ist, ist eher fraglich. Und dieser alte, rastlose, warum ist Kant rastlos, ist für mich bis heute ein Rätsel. Kant solle nach Voland und nach Bulgakov doch, nachdem er diese fünf, richtig drei, Gottesbeweise zerstört hat, einen eigenen Gottesbeweis formulieren. Was ist die Quelle für eine solche Behauptung? Es ist vielleicht sogar langweilig, aber die Quelle ist dieselbe wie bei Gorki und wie bei Aldana. Die Quelle lautet Heinrich Heine. Immer wieder Heinrich Heine. Es ist nun eben Heinrich Heine gewesen,
der diese Geschichte vielleicht als erster so meisterhaft literarisch geschrieben hat. Und in seiner Beschreibung heißt es, dass dieser Kant alle Gottesbeweise zerstört hat. Sie erinnern sich, Gott war auf die Waagschale und plötzlich sah Kant den alten Diener namens Lampe. Kant hat einen Diener gehabt, Martin Lampe. Übrigens, Lampe war jünger als Kant und das war ein ehemaliger Soldat und die Beziehungen zwischen Lampe und Kant, das ist eine Materie für Anekdoten seit langem. Aber plötzlich sah dann dieser alte Kant Lampe geht mit einem Regenschirm und diese Lampe wird dann durch verzweifelt, wer alle Gottesbeweise zerstört sind. Er braucht doch etwas. Und Kant ist auch großzügig, dann ist er auch bereit, nachdem er die Gottesbeweise zerstört hat, einen eigenen Gottesbeweis vorzuschlagen. Nun, so ist diese Geschichte lächerlich, aber was gilt dann als Basis für eine solche Position bei Heinrich Heine? Kant hat tatsächlich eine unglückliche Sache geschrieben. So würde ich wenigstens behaupten. Kant hat nun tatsächlich in der dritten Kritik, in der Kritik der Urteilskraft, von einem moralischen Gottesbeweis gesprochen. Warum ist dieser Ausdruck so unglücklich? Einerseits behauptet Kant, dass das kein richtiger Beweis ist und dass dieser Beweis nicht zwingend ist, dass dieser Beweis keine objektive Gültigkeit besitzt, aber subjektiv ist das überzeugend. Dann fragt man, wenn das nur so ist, wieso sprichst du überhaupt von einem Beweis? Du hättest doch auch ein anderes Wort finden können. Aber Kant hat trotzdem diese Irritation geschafft und seitdem existiert nun tatsächlich dieses Problem. Ein Beweis, der kein richtiger Beweis ist, aber trotzdem ist irgendwie das ein Beweis, der subjektiv überzeugend ist. Naja, Sie sehen, Kant ist selber schuld, dass solche Probleme aufgetaucht sind. Was aber ganz wichtig ist, ob das ein richtiger Beweis, ob es gerecht wäre, diesen Beweis als Beweis zu bezeichnen, da kann man ziemlich lange streiten. Das ist auch ein Gegenstand der Streitereien in der Kant-Forschung. Was aber unbestritten ist, Kant hat niemals behauptet, dass dieser moralische Gottesbeweis sein eigener Beweis. Und genau so wird Voland darüber bei Bulgakov, genau so spricht er darüber. Schauen Sie mal. Er hat alle fünf Gottesbeweise restlos zerschlagen, hat aber dann, als ob er sich selbst verspotten wollte, einen eigenen sechsten Gottesbeweis aufgestellt. Nun, erstens, mit dieser Nummerierung ist alles falsch. Während weder Voland noch Bulgakov noch Berlioz reden von Kant, sondern von Brockhaus, von Efron, von Vassiljev, von allen möglichen Sachen, nur nicht über die Kritik der reinen Vernunft. Im besten Falle wäre dann das der vierte Gottesbeweis. Aber Kant sagt mit aller Offenheit, dass das kein eigener Beweis ist. Er versucht nur einiges genau und präzis philosophisch zu formulieren, was die Menschheit sozusagen seit Anfang an gekannt hat.
Das ist keine Lehre von Immanuel Kant, das ist kein Beweis von Immanuel Kant, das ist nur, so behauptet Kant, philosophische Formulierung von dem, was alle Menschen seit Anfang an mehr oder weniger, vielleicht nicht ganz deutlich, aber trotzdem gekannt haben. Die Reaktion auf diesen vermeintlichen Gottesbeweis bei Kant schildert dann Berlioz und Bulgakov so, als ob Schiller Kant kritisiert hat. Kants Schlussfolgerungen zu dieser Frage könnten allenfalls Sklaven zufriedenstellen. Hier gibt es auch eine literarische Grundlage, und das ist die Schrift von Friedrich Schiller über Anmut und Würde. Und in dieser Schrift finden wir tatsächlich eine gewisse Kritik des sogenannten Rigorismus in der Ethik, der Strenge. Und aus dem Briefwechsel zwischen Schiller und Kant wissen wir, dass Schiller nachher wenigstens behauptet hat, er ist kein Gegner der kantischen Philosophie. Ganz umgekehrt wollte er nur die kantische Ethik für diejenigen zugänglich zu machen, die vielleicht in der Fassung ihrer Gründers diese Ethik für zu streng und vielleicht nicht ganz akzeptabel finden. Nun, die Position Kants können Sie dann in einer Fußnote in der zweiten Auflage der Abhandlung der Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft finden. Das ist wohl diejenige Abhandlung, die Kant dem russischen Diplomaten Stahl gelesen hat, wenn wir von diesem Roman Aldanovs reden. Hier gibt es ein großes linguistisches, philosophisches Problem. Sklave. Was steht dann nun so wörtlich bei Friedrich Schiller? Das können Sie problemlos auch ohne mich finden. Das ist ein anderes Wort. Es handelt sich um Herr und Knecht. Das sind Knechte. Knechte werden ziemlich oft ins Russische nicht als Sluge, Knecht nicht als Sluga, sondern als Rab und Rabbi übersetzt. Und bei Bulgakov steht tatsächlich Rabskaya, Rabskaya. Und in dieser Enzyklopädie Brockhaus und Efron steht auch Rabskaya. Das ist ein solches Problem, das nicht nur für Kant, sondern auch für Hegel aktuell. Hegel hat dann seine berühmte Phänomenologie des Geistes im Jahre 1807 publiziert. Und es gibt dort so einen Abschnitt in der marxistischen Rezeption, hieß es immer wieder, die Dialektik zwischen dem, naja, auf Deutsch Herr und Knecht, auf Russisch Раб и господин. Sowohl bei Hegel als auch bei Kant und Schiller wäre es richtiger, Knecht in diesem Kontext nicht als Rab, sondern als Sluga zu übersetzen. Übrigens, die ersten Übersetzungen von Schiller ins Russische, da finden Sie genau diese Variante. Man kann zwar sagen, es gab auch in der deutschen Philosophie eine solche Vorstellung verbreitet, dass die kantische Ethik tatsächlich eine Art von Sklavenethik darstellt. Das finden wir so wörtlich bei Arthur Schopenhauer. Und bei ihm finden wir auch dieses Wort Sklave.
aber nicht bei Schiller. Und zu glauben, dass das, was Schiller in dieser Schrift über Anmut und Würde geschrieben hat, das letzte Wort von Schiller in diesem Gespräch mit Kant gewesen ist, das ist auch nicht wahr, denn wenn Sie dann den Briefwechsel zwischen Schiller und Kant lesen, dann sehen Sie, dass Schiller sofort bereit war, seine Einstellung zu revidieren. Da gibt es noch ein paar Fragen, die unbeantwortet geblieben sind. Nun, erstens, warum Kant eine solche Strafe verdient, nach Solovki verbannt zu werden? Die Begründung von Berlioz ist doch ziemlich klar. Berlioz lebt in einem atheistischen Staat. Und dieser böse Kant war so frech, dass er plötzlich versucht hat, seinen eigenen sechsten Gottesbeweis aufzustellen. Übrigens, sechs war früher auch mit einer anderen Nummerierung. Wenn wir die Entwürfe von Bulgakov miteinander vergleichen, dann sehen wir, es handelt sich ab und zu um einen siebenten und als ein Beweis galt auch, dass Berlioz ums Leben gekommen ist. Und das war im Voraus vorhergesagt von Voland. Aber zurück zu Solovki. Nach Solovki heute zu kommen, das ist wirklich wünschenswert. Da würde ich Sie Ihnen raten, mal, wenn Sie eine solche Möglichkeit haben, nach Solovki zu kommen. Denn seit langem gibt es keinen Straflager mehr. Trotzdem, Sie sehen, die Strafe war ziemlich hart. Trotzdem behauptet Bulgakov und Voland, es sei doch nicht möglich, nach Solovki Kant zu schicken. Denn Kant befindet sich in einer solchen Gegend, aus der ihn nicht zu holen wäre. Wo genau, warum, darüber rede ich im letzten Vortrag über die Dämonisierung und Memorialisierung Kants in der russischen Literatur. Und jetzt möchte ich zum Schluss eine peinliche Irritation feststellen. Bulgakov ist zwar ein großer Meister und er hatte auch, wie Aldanov, eine meisterhafte Intuition, aber eine nicht ganz gute Kenntnis der Details aus dem Leben Kants, das alles hat dazu geführt, dass Bulgakov einen peinlichen Fehler gemacht hat. Und dieser Fehler lautet Frühstück. Kant war ein solcher Hausherr, der bereit war, immer wieder mit Gästen zusammen Mittagessen zu essen. Es war bei ihm auch bestimmt, wie viele Leute am Tisch sitzen dürfen. Darüber hinaus wurde es auch mehr oder weniger bestimmt, was darf dann als Stoff und Materie des Gesprächs dienen. Keinesfalls Philosophie, gar nicht so, wie das bei Aldanov in seinem Roman der Fall gewesen ist, sondern andere Themen. Es gibt viel zu besprechen, wieso sollte man immer wieder von der Philosophie reden. Philosophische Sachen hat Kant dann in seinen Abhandlungen behandelt und nicht mit seinen Gästen.
Und das war auch etwas ganz Besonderes, als Gast bei Kant Mittagessen zu dürfen. Das war auch eine gewisse Ehre. Und Kant hat das nun tatsächlich, seitdem er das Haus gekauft hat in Königsberg, immer wieder praktiziert. Das heißt, es musste hier bei Bulgakov heißen, beim Mittagessen. Warum ist dieses Wort Frühstück völlig daneben? Kant hat nie gefrühstückt. Er hat nie gefrühstückt. Man könnte zwar als Frühstück eine Tasse Tee betrachten oder eine Pfeife von Tabak. Erstens, das war früh am Morgen. Zweitens, da war Kant immer alleine. Das war noch vor seinen philosophischen Beschäftigungen und vor seinen Vorlesungen. Wie gesagt, früh morgen, alleine und ohne Frühstück. Leider ist dieser peinliche Fehler da drin. Wie gesagt, es sollte eigentlich heißen, genau. Da gehört er hin. Ich habe diesem Kant damals beim Mittagessen gesagt, ich kann mir nicht helfen. Nun, leider steht hier Frühstück und so ist es auch bei diesem Fehler geblieben. Als Fazit kann ich Ihnen sagen, man kann von einer gewissen Entwicklung und Transformation des Bildes Kants in der russischen Literatur reden. Auf Russisch gibt es so ein Sprichwort: Начали со здравия, кончили за упокой. Das heißt so sinngemäß: Am Anfang war noch alles bestens und am Ende kommen wir zu einer gewissen Tragödie. Am Anfang reden wir noch von der Gesundheit und am Ende stehen wir von einem Grab. So war diese Transformation. Bei Karamsin war noch alles bestens. Und im Laufe der Zeit war Kant als Figur in der russischen Literatur immer abstoßender, immer unangenehmer, immer abstoßlicher. Man kann zwar fragen, was sind nun die Ursachen von dieser Entwicklung? Allem Vermuten nach sind diese Ursachen verschiedenartig. Zum einen hat diese harte Kritik der kantischen Philosophie innerhalb der russischen Religionsphilosophie dazu etwas beigetragen. Zum anderen war die Kenntnis der kantischen Philosophie immer noch nicht genügend und manche hatten verschiedene Phantombilder, Illusionen und ziemlich viele haben nicht gegen Kant und nicht gegen die kantische Philosophie, sondern gegen eigene Illusionen über Kant gekämpft. Und dann entsteht auch eine Frage, wie kann dann ein Schriftsteller gegen eine Philosophie kämpfen? In philosophischen Bereichen, naja, da kann ein Schriftsteller vielleicht eine philosophische Abhandlung schreiben. Aber wenn er das nicht will oder wenn er das nicht kann, was kann dann ein Schriftsteller? Und der Schriftsteller arbeitet dann mit verschiedenen Emotionen und er versucht auf eine suggestive Weise einen Eindruck zu vermitteln. Und vielleicht deshalb finden wir bei denjenigen russischen Schriftstellern, die dann der kantischen Philosophie gar nicht sympathisiert haben, solche Bilder der kantischen Persönlichkeit wie bei Maxim Gorki. Und die Tatsache, dass bei Bulgakov Kant
mit der teuflischen Kraft verbunden ist, Entschuldigung, ist auch nicht von ungefähr, und das wird wiederum das Thema meines letzten Vortrages sein. Und so viel für heute. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.